Das sind die 5 besten Minecraft-Bauhacks. Und bleib bis zum Ende dran, denn den letzten kanntest du bestimmt noch nicht. Bauhack Nummer 1, moderne Sitze. Und diese Items braucht ihr dafür. Für die erste Möglichkeit platziert ihr ein Lagerfeuer. Dann werft ihr die Wasserflasche auf das Lagerfeuer. Danach macht ihr Schilder um das Lagerfeuer herum. Dann nehmt ihr noch einen Zaun und macht einen Teppich da drauf. Für die zweite Möglichkeit platziert ihr eine Schiene. Dann platziert ihr Falltüren um die Schiene rum. Nun setzt ihr die Lore auf die Schiene. Genauso wie beim ersten Beispiel baut ihr auch hier einen kleinen Tisch. Das sind die 5 besten Minecraft-Bauhacks. Und bleib bis zum Ende dran, denn den letzten kanntest du bestimmt noch nicht. Part 2. Zweiter Bauhack, die Herdplatte. Und diese Items braucht ihr dafür. Zuerst platziert ihr ein Lagerfeuer. Dann baut ihr so eine Säule über das Lagerfeuer und platziert oben drauf eine Schiene. Dann platziert ihr die Trichterlore auf die Schiene. Nun könnt ihr die ganzen Blöcke kaputt machen. Jetzt baut ihr nochmal 3 Blöcke hinter dem Lagerfeuer hoch und platziert hier eine Eisenfalltür. Dann platziert ihr so einen Kolben und tut den Redstone-Block dran. Jetzt könnt ihr alles wieder abbauen. Nun verziert ihr noch alles mit Falltüren. Hast du vielleicht Tipps für eine Mittelalter-Map? Bin gerade dabei, mit einem Kumpel eine kleine Stadt zu bauen. Natürlich habe ich die. Dritter Bauwerk, Excalibur. Und diese Items braucht ihr dafür. Als erstes müsst ihr ein kleines Steinpodium bauen. Dafür nehmt ihr einfach ein paar Steinblöcke und platziert ihr so, wie ihr sie haben wollt. Wenn ihr das gemacht habt, baut ihr so eine Säule und platziert da unten drunter den Endstab. Jetzt könnt ihr den oberen Block wegnehmen und darüber einen Kolben platzieren. Dann macht ihr schnell den Redstone-Block dran und schon könnt ihr wieder alles abbauen. Jetzt nur noch die braune Kerze drauf tun. Das sind die 5 besten Minecraft-Bauhacks und ich bin mir sicher, diesen kannst du bestimmt noch nicht. Part 4. Bauhack Nummer 4. Der funktionierende Kamin. Und diese Items braucht ihr dafür. Als erstes braucht ihr eine Wand. Dann baut ihr den Werfer hier oben hin. Jetzt baut ihr diese 2 Blöcke weg, platziert dahinter klebrige Kolben und platziert links und rechts Seelensand und Netherrack. Hier und da kommen Hebel dran. Dann platziert ihr hier, hier, hier und hier Blöcke. Jetzt muss nur noch alles mit Redstone verknüpft werden. Wenn das gemacht ist, braucht ihr ein Feuerzeug. Das tut ihr dann in den Werfer rein. Jetzt verziert ihr noch alles. Das sind die 5 besten Minecraft-Bauhacks. Und ich bin mir sicher, dass dieser sehr hilfreich ist. Part 5. Bauhack Nummer 5. Die Schiebetür. Und diese Items braucht ihr dafür. Als erstes baut ihr dieses Loch. Wenn ihr das gemacht habt, befüllt ihr das so mit Redstone. An diese beiden Enden kommen Redstone-Fackeln. Jetzt baut ihr über die Redstone-Fackeln jeweils einen Block. Jetzt kommt hier, hier, hier und hier klebrige Kolben hin. Auf diese Blöcke setzen wir noch Redstone-Staub. Dann setzt ihr hier jetzt Glas rein. Davor kommen Druckplatten und dann könnt ihr es nur verzieren.